Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin heute ein bisschen spät dran, ich konnte gestern leider nicht aufnehmen, weil es hat gestern hier so heftig gestürmt. Das hat einfach nur gestört und so. Ich konnte so nicht aufnehmen, ich konnte das niemandem antun, dieses ständige Pfeifen. Wir haben ja hier, wir wohnen in einer Wohnung, wer hätte es gedacht? In diesem Haus, dieses Haus, oh Gott, was ist mit mir los? Dieses Haus hat eine Fassade, die ist irgendwie ziemlich grottig und nicht, ja, ich würde nicht sagen grottig, sie hat viele Ecken und Kanten. Und wenn der Wind da durchpfeift, dann hört man das. Man hört es einfach und ich möchte das nicht im Let's Play haben. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, kommt die Folge halt ein bisschen später, ist halt so. So, zu gestern, ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz nach Hause, solange wir quatschen. Ich will mal gestern Revue passieren lassen. Wir haben ja gestern den Battle Royale gezockt. Es kam sehr gut an. Sehr, sehr gut. Sehr viele Klicks, sehr viele Likes. Hat mir sehr gut gefallen, was aber nicht heißt, dass ich das melken werde. Ich werde davon ein, maximal zwei Folgen, je nachdem, was für Material ich zusammenkriege, pro Woche machen. Weil ich will es halt nicht zu viel machen. Das würde mich halt auch persönlich irgendwann ankotzen. Ich würde wahrscheinlich besser werden, aber im Endeffekt ist es ja doch ein und dasselbe, was man da macht. Ne? Und es würde mich persönlich halt irgendwie irgendwann langweilen. Deswegen machen wir das einfach ein bis maximal zweimal die Woche. Was jetzt nicht heißt, dass es jedes Mal nur zweimal kommt oder einmal. Es ist mindestens einmal, maximal zweimal, sagen wir es so. So, das wollte ich nur geklärt haben. Ein anderer Punkt, und zwar zum Thema mit mir spielen. Wie sich der ein oder andere denken kann, habe ich manchmal Hunger, Durst und muss diese Wohnung bezahlen. Darum muss ich arbeiten gehen. Ich arbeite im Schichtbetrieb, das heißt, ich habe keine so festen Zeiten. Diese Zeiten ändern sich von Woche zu Woche. Was heißt, dass ich keine, ja, mit euch Zockentermine machen kann, weil es ist einfach nicht möglich. So, das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, können wir zusammen zocken, wenn nicht, dann halt nicht. So, das wollte ich nur mal noch erwähnen. So, was machen wir jetzt? So, ich habe keine Ahnung, wir haben die letzte Questreihe nicht beendet, sondern abgebrochen, weil wir Mr. Hans Dieter nicht besiegen konnten. Hier Mr. Fake Sheep Squats. Squash? Squash? Squatch? Squatch. Denkt sich sowas aus. Ja, und deswegen gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Die Mission der Aufseherin, da fehlt mir noch ein einziger Punkt. Haben wir nichts mehr Hauptquest? Ja gut, dann müssen wir zurück im Bauch der Bestie. Weil es ein bisschen kacke ist. Das ist jetzt kacke. Weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel vorbereiten. Sonst kommt das nämlich mitten in der Nacht irgendwann. Was machen wir? Ohne Moment, ich denke kurz nach. Okay, Salz der Erde. Ich glaube, das war eine Schotti. Die habe ich gesehen. Melke erfolgreich einen Brahmin. Wie melkt man einen Brahmin? Pflanze etwas in einer Werkstatt oder einem Camp. Das ist einfach. Töte mit einem landwirtschaftlichen Werkzeug eine Kreatur. Ah, das geht auch. Ernte eine Wildpflanze oder einen Pilz. Das ist alles voll möglich. Ich weiß zwar nicht, was Gutshof Billings ist, aber wir werden es finden und wir sehen uns jetzt im Überlebensmodus wieder. So, wir sind wieder im Überlebensmodus. Was war das? Ich habe nicht meine Waffe ausgerüstet. Ich hoffe mir jetzt, dass die meisten davon den Battle Royale spielen. Oh, guck mal. Oh, nee, kann ich nicht. Das wäre ein Wildpilz. Und ich somit in Ruhe gelassen werde. Was war das gerade für ein Geräusch? War das mein Zuhause, was sich hingesetzt hat? Egal. Ich habe kurz nachgeguckt, wo dieser Gutshof Billings ist. Und der wird wahrscheinlich auch gut bewacht. Ben-Gun. Ben-Gun ist nirgendwo oben, ne? Okay, wir müssen hier hin und dann darüber laufen. Habe ich meine Forke noch da? Habe ich noch meine Forke da?
Mistgabel, perfekt. Du wirst mal verwirrt sein. Was mache ich denn da? Mistgabel. Ich weiß nicht mehr, wie man auf Favoriten setzt. Ich habe einen Tag nicht gespielt. Ich habe es gefunden. Sehr schön. Was ist eigentlich mit meinem Skillpaket? Kriege ich das, wenn ich weiterspiele? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal dahin, suchen eine Kreatur, die wir dann irgendwie aufspießen können und hoffen, dass Platz 3 nicht gerade vorhat, Guts Hofbilling einzunehmen. Das ist das einzige Problem, was wir haben. Wir müssen nur diesen Hof einnehmen können. Wenn wir diesen Hof haben, haben wir auch so gut wie die wöchentliche geschafft. Aber das ist halt immer so das Problem, weil die meisten hängen da ab, weil die wissen, da kommt jemand, da kommt bestimmt jemand, auch wenn ich da eine Stunde lang sitze. Irgendwann kommt da jemand. Weil die wissen, dass das die wöchentliche ist. Es ist nur eine Schrotflinte, die wir bekommen, glaube ich zumindest, wenn ich der Website von Bethesda glauben kann, was ich hoffe. Aber ich will sie haben. Und wenn ich sie nur verkaufe. Übrigens, ich habe mich gerade... Oh, hallo Kreatur, ich habe das für dich. Ich habe mich erinnert. Komm her. Aufgespießt. Zählt das schon? Jawohl, einer schon geschafft. Perfekt. Ich weiß noch nicht, wie man Brahmin melkt. Aber egal. Jemand hat gefragt, ob er eine Waffe von mir abkaufen kann. Ich muss nachher in meinen Shop gucken, ob sie noch drin ist. Wenn du willst, kannst du sie abkaufen. Aber wahrscheinlich nur noch diese Woche bzw. dieses Wochenende, weil ich in der nächsten Woche in der Nachtschicht bin. Da ist es so gut wie unmöglich, mich überhaupt anzutreffen. Naja. Aber gehen wir erstmal und suchen Gutshof Billings. Das ist natürlich das Einzige, was eingenommen ist. Und ich hoffe, das bewacht echt keiner. Dann wäre ich am Arsch. Können wir auf dem Weg noch andere machen? Ich meine, Brahmin könnten wir bei einem anderen Haus finden. Ist natürlich eine gewagte Sache, dahin zu gehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das merkt. Wie merkt man? Brauche ich eine Flasche oder so? Beanspruche die Werkstatt. Aha. Pflanze etwas in einer Werkstatt. Das kriegen wir hin. Ernte eine Wildpflanze oder einen Pilz. Vielleicht finden wir unterwegs etwas. Ich meine, was ist denn das für eine Quest? Da gehst du einmal in den Wald und da ist eine Pflanze und dann pflückst du sie einmal kurz. Wow. Das ist ja nicht mal hart. Ich sag euch, warum die das machen. Und ich sag euch, warum das Ganze hier im Überlebensmodus stattfindet. Damit auch irgendjemand mal auf diesem Überlebensmodus-Server ist. Weil hier ist ja keine Sau. Nur die, die sich gegenseitig abballern. Ich hätte... Hallo? Hallo nochmal, meine Freunde. Ich bin höchst erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass meine Kessel hier in der riesen Teekanne wieder gefüllt sind. Das bedeutet, dass meine Spezialmischung in Kürze gebraut wird. Also, wenn Sie ein kleines Tässchen mögen, nur zu. Okay. Bin ich dabei? Was muss ich machen? Aktiviere die Kessel. Das klingt einfach, ne? Irgendwelche Käfer töten? Ich soll das bewachen? Ich soll die Kessel bewachen. Alles klar, gut, das ist ja gar kein Problem. Kommt so eine Billo-Ameise, weißt du? Eigentlich kann ich sie auch zusammenschlagen. Oh, oh. Seht ihr diesen Rauch? Das kann nur bedeuten, dass ein Spieler hier in der Nähe ist oder war. Ich hoffe, ich werde hier nicht weggeknallt. Ist hier irgendwo eine Leiche in der Nähe? Nö. Nee. Okay, ich denke, wir kommen klar. Ja, wo sind denn die Tierchen? Hier ist ja nichts los. Ach, ich liebe Beutetier. Ah. Mir fehlt es zwar ein bisschen an Intelligenz, aber das kann ich, glaube ich, verkraften. Soll ich jetzt alle Wellen... Oh! Bist du mein Gegner? Das war ein bisschen schäbig. Ach, hier ist eine... Das ist ein Event! Plus tägliche!
Ach so, au. Oh, dann verstehe ich das, aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass hier einfach keine Sau ist. Oh, Welle 2 beginnt. Donnerlittchen, man sollte eigentlich denken, dass diese Kreaturen sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Die Kessel melden eine Wassertemperatur von 33,759 Grad Celsius. Für einen ordentlichen Tee reicht das noch lange nicht. Solche Dinge kann man nicht überstürzen. Ich glaube, ich verteidige am besten alles von hier aus, ne? Von hier aus kann ich halt da hinschießen und gleichzeitig hier bewachen, bevor jetzt irgendwas kaputt geht. Wasserturmrohr, Hauptkesselrohr, Nebelkesselrohr. Also hier haben wir einen. Und hier hinten haben wir noch einen. Ach, da. Aber hier geht ja keine Sau hin. Ich meine, wieso auch? Hier kommt... einmal die Minute kommt hier ein Gegner, der ist irgendwie auf das Rohr da abgesehen hat. Und das war's. Und... was ist denn das für ein Event? Ach, guck mal, da ist so eine Stechfliege, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja irgendwie ein bisschen billig, dieses Event, ne? Da habe ich mehr Angst vor dem Typen, der das da abgeworfen hat. Protektron. Niemand! Ach, dann schnappen wir uns das gleich. Meine Güte, ein Jammer, dass so viel Gewalt vonnöten ist, um eine gute Tasse Tee zu bekommen. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Die Wassertemperatur in den Kesseln beträgt nun 81,462 Grad Celsius. Nur noch ein kleines bisschen länger. Dann schick mir ein paar Gegner, damit es ein bisschen schneller geht. Oh, guck mal, das ist ein Pilz, den können wir gleich ernten. Das dauert mir... Ich hasse Quests, wo man auf irgendwas warten muss. Ich möchte etwas erledigen, ich möchte etwas tun, ich möchte nicht rumstehen. Bethesda tut etwa was dagegen. Dieses Rumstehen und Warten, das ist doch kein Idle-Game. Ich brauche irgendwelche Bimbos, die für mich hier rumlaufen und Leute töten. Ich brauche einen Perk, womit ich Ghule beschwören kann. Da laufen die hier durch die Gegend und töten alles. Aber so ist das doch oll. Wieso habe ich gerade gezoomt? Oh, Gegner! Guckt's euch an! Da hinten wird geschossen. Jemand ist hier beim Kraftwerk. Das hier fehlt mir nicht. Können jetzt mal die letzten Gegner kommen? Ich helfe. Huch, das war ein Ast. Ich dachte, das wäre eine Waffe, die sich gerade in mein Visier schleicht. Oh. Lederrüstung mit Taschen, das gefällt mir schon mal. Aber er sagt irgendwie nichts von wegen, hey, der Tee ist fertig, freu dich einen Keks. Nö. Kein Danke, kein gar nichts. Was ist denn hier los? Tomahawk, XL, Vorschlag. Was ist denn das für ein Abwurf? Wahrscheinlich war da schon jemand dran und hat sich gedacht, ja nee, ich will das nicht haben. Okay, komm, prügeln wir uns weiter durch. Drückt mir einfach die Daumen, dass da einfach keine Sau ist. Ja, wöchentlich haben wir jetzt erweitert, ne? Wöchentliche? Ja, nice. Melke erfolgreich ein Brahmin. Ja, keine Ahnung. Ach, mir wurde übrigens gesagt, ich soll irgendwie mal irgendwas hier annehmen. Ihr seid doch alle drin. Anfrage annehmen. Ich verstehe. Ach so, die muss man annehmen. Sagt das doch einer. Weiß ich doch nicht. Oh, ups, sorry. Wenn du das gesehen hast, Kollege, wer auch immer das war, schick mir einfach noch eine. Tut mir leid, aus Versehen auf Ignorieren gedrückt. Passiert manchmal. Jetzt ist das Event da unten. Startet Poseidon neu. Das heißt, irgendjemand ist da bestimmt, ne?
So, jetzt habe ich eure Freundschaftsanfragen auch mal angenommen, nach 10 Jahren. Dauert lange, bis ich sowas merke, dass man die auch annehmen muss. Ich habe halt immer auf die Freundschaftsliste geguckt, habe gesehen, okay, da habe ich Freunde drin, ja, dann habe ich ja Freunde. Das ist genauso wie, wenn du jemanden im Internet fragst, hey, sind wir zusammen? Ja, dann seid ihr zusammen, ist doch klar. So funktioniert das Leben. Oh, was haben wir denn da? Kupfer, oder? Ah, braucht doch keine Sau. So. Wir müssen auf jeden Fall die Gegend scannen. Das letzte Mal hatten wir ja Glück, dass da zwei Idioten waren, die sich Emotes gegenseitig zugeworfen haben. Da war das nicht wirklich schwer, sie zu entdecken. Aber mal gucken, was jetzt hier abgeht. Ja, vielleicht ist das halt so ein Dude wie ich, der es eingenommen hat und gesagt hat, ja, jetzt habe ich die wöchentliche, jetzt freue ich mich. Jetzt kann es jemand anderes haben. So würde ich agieren. Es sei denn, ich will gerade kochen, dann töte ich natürlich alles, was da ist. Vielleicht können wir sogar gleich unsere eigene Kuh zu Hause anbringen. Anbringen, an die Wand anbringen. Weil jetzt haben wir Klingenkorn. Und dann passt das schon, okay. Hoffentlich kommt keiner. Verstecken wir uns im Haus. Wir werden ja sehen, wenn es angefochten ist, dass jemand hier ist. Und zur Not nehmen wir die Kralle in die Hand. Wenn jemand hier reinkommt, kriegt er aufs Maul. Das ist der Plan. Ich finde, das ist ein guter Plan. So, lieber Ben, bist du oben irgendwo? Nee. Ist auf jeden Fall auf keinem Platz. Da ist auf jeden Fall jemand gestorben. Der hat sich gedacht, oh, bei der E3 haben die gesagt, Fallout ist kostenlos, ich gehe mal rein. Zack, kriegt er eine Kugel im Kopf. So wie ich den einen fast getötet habe. Ja. Er kann nicht mehr herreisen. Das ist perfekt. Dann gehört es so gut wie uns. Da müssen wir nur noch hoffen, wenn wir gleich nach Hause gehen, um da das Ganze mit der Kuh und so weiter zu regeln, dass uns da keiner besuchen kommt und sich denkt, ey, ich töte mal den Besitzer, klaue seine Kronkorken und dann kaufe ich mit ihm Munition. Das ist auch eigentlich voll fies. Wenn der mich tötet, kriegt er meine Kronkorken und kann Munition damit kaufen. Der Überlebensmodus ist echt nicht gut durchdacht. Ich meine, rein theoretisch, wenn du irgendwas in einem Laden siehst, was du haben willst, musst du dich einfach in irgendeine Ecke campen, bis genug Spieler da waren, die du getötet hast. Und das war's. Ich meine, rein theoretisch, ich hocke hinter der Tür neben dem Laden. Und wenn jemand, wenn ich merke, okay, da geht jemand gerade einkaufen, mache ich die Tür auf und schlag ihn mit meiner Kralle weg. Das ist voll easy. Rein theoretisch. Ich bin aber kein Arschloch, deswegen rein theoretisch. Wäre ich ein Arschloch, dann würde ich es wahrscheinlich tun. Ich denke gerade echt drüber nach. Kronkorken farmen. Man muss nur den Laden so vollstopfen, dass alle denken, holy shit, der hat so viel Zeug. Dann muss ich mal reingucken. Und dann kassiert er. Jo, eine Sache mehr erledigt. Die Türen sind noch zu, was bedeutet, dass keiner hier war. Das ist eigentlich, ein ganz guter Hinweis, ne? Wenn die Türen offen sind, dann ist auch hier niemand. Was wollte ich machen, genau? Die wöchentliche angucken. So. Pflanze etwas in einer Werkstatt oder einem Camp. Ich würde sagen, als allererstes, ich muss mich mal ein Stück bewegen. Ich schleiche gerade durch die Gegend, toll, der. In meinem eigenen Zuhause muss ich vorsichtig sein. So. Was leckt denn das so? War das unter Sonstiges? Regale, Boden, Lager, Stühle, Betten, Geräten, Ressourcen. Ressourcen hier. Wenn ich das hier aufbaue, dann kriege ich doch Kühe, oder? Brahmins, kommt zu mir. Verteidige Gutshof. Ah, da ist ein Brahmin. Perfekt. Und wie melke ich dich jetzt? Easy. Wow.
Ein Gutshof kann jemand anderes verteidigen. Ich mach das nicht. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier was pflanzen. Oder haben wir es schon? Was ist das für eine einfache Quest? Letztes Mal habe ich da 10 Jahre für gebraucht. Okay, wenn ich jetzt nicht abgeschossen werde, ist alles gut. Ach, das ist die Kuh. Ich höre Schritte. Oh, alter Brahmin. Oh, spring runter, wenn du kannst. Oh, das wird mich richtig abfacken. Mit der Kuh. Jedes Mal Fußspuren zu hören. Jetzt kann ich hier nicht bauen. Ich pflanze hier für die Kuh eine Blume oder so. Tische, Händler, Ressourcen, Stühle, Betten, Geräte, Ressourcen, Nahrung, ne? Da pflanzen wir hier mal hier ein Klingenkorn für die Kuh. Ah, bitteschön, Kuh. Melke erfolgreich ein. Habe ich das nicht gerade gemacht? Habe ich das nicht gerade gemacht? Hey, Brahmin, Junge. Ich will dich melken. Hä? Hä? Ich dachte, ich kann dich melken. Okay. Wo findet man Brahmine? Und kann man sie alle melken? Guck mal, da ist eine Kuh drauf. Oh, ich habe Craft noch gar nicht. Hm. Wie lange brauchst du, bis du wieder gemolken werden kannst? Und vor allem, was brauche ich dafür? Klar, melke erfolgreich eine. Okay, ich verstehe. Kann ich mir mehr Kühe holen, indem ich mehr von diesem Zeug baue hier? Testen wir es mal. Was fehlt mir? Klingenkorn, 1 von 4. Ach komm, nee. Ach nee. Ach nee. Nee, nee, nee. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, ich habe auf jeden Fall. Komm, pflanzen wir hier nochmal ein Klingenkorn. 17 pro Stunde. Das ist eigentlich schon viel, ne? Wann wächst das nach? Wir waren gerade an einer Stelle, wo es ganz viel Klingenkorn gab. Mm. Ja. Das ist jetzt. Oh, ich kann da wieder hin, ne? Stimmt. Der Hof gehört mir. Ich scheiß auf die Verteidigung. Hier. Scheiß auf die Verteidigung. Ich schnapp mir jetzt den Klingenkorn und dann mache ich mir da 10 Kühe hin, die ich alle melken werde. Und eine wird davon funktionieren. Hoffe ich mal. Steckst du unten im Boden? Ja, wow, also diese Quest ist definitiv machbar. Gut. Vorteil, kein Schwein kann mit dieser Anlage jetzt noch was anfangen, glaube ich. Kann man die Location hier einnehmen, wenn dessen hier ein Event ist? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, wir haben jetzt 1 Milliarde Klingenkorn und damit gehen wir wieder nach Hause und hoffen, dass da gerade keiner rumhängt. Ansonsten hau ich ihn um. Jeder kann hierher reisen im Überlebensmodus, oder? Für Geld. Ja, doch. Oder? Hat hier jemand irgendein Zuhause? Bin ich der einzige Händler? Oh Gott, ich bin der einzige Händler hier. Oh, oh. Aber ich glaube, der Server ist ziemlich leer. Ich glaube nur, irgendwie 4 Leute sind hier. Guck mal, der Ben Gunn ist jetzt Level 3. Wo ist der Junge? Level 3, Geht's dir gut? Was war das denn? Ach. Der greift meine Kuh an. Wie kannst du es wagen? Stefan, gib's ihr. Lass mir. Oh Gott. Vielleicht war nicht die beste Idee. Ja, die kommt schon nicht hier hoch. Das bezweifle ich. So, wir haben 87 Klingenkorn.
Damit lässt sich doch bestimmt was zaubern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ups. Sie ist wirklich hier. Ja, mit der Mistgabel komme ich nicht weit. Ja. Kuh, beschütze mich. Kuh? Na super, die ist weg. Habe ich noch was anderes in meinem Repertoire? Na hier. Zwar nicht viel Munition, aber es dürfte reichen. Easy. War wahrscheinlich ein bisschen laut, aber egal. Wird schon niemanden stören. Ich glaube, meine Kuh. Ach, da ist meine Kuh. Kann ich dich wieder melken? Gib mir Milch! Milch! Hallo! Soll ich meine Waffe hier weglegen? Hä? Ich check's nicht. Brauche ich einen Behälter? Habe ich einen Behälter? Es funktioniert einfach nicht. Vielleicht ist die Kuh kaputt. Ich weiß es nicht. Ich baue mir einfach noch eine Kuh. Moment. Und wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich eure Hilfe. Überschreitet maximale Bauernzahl? Ja, wow. Ich habe mir umsonst Mühe gemacht. Also ich weiß... Ja, was weiß ich überhaupt? Gar nichts. Ich weiß, dass Milch in Behältern aufbewahrt wird. Vielleicht brauchen wir einen Behälter. Ich weiß es nicht. Wir finden bestimmt in der nächsten Bahnstation Behälter. Hier, komm. Gucken wir mal. Wir suchen uns da ein Glas oder so. Und dann kommen wir wieder. Und dann versuchen wir sie zu melken. Weil ein Glas Milch. Klingt logisch. Ja, eigentlich eine Flasche Milch. Brauche ich eine Milchflasche? Gibt's hier Milchflaschen? Hm. Der helle Wahnsinn. Passt ja mal wieder zu meinem Glück hier. Okay, wird hier wohl irgendjemand eine Flasche haben oder irgendwas. Hier eine Bierflasche. Kann ich das vielleicht da reinpacken? Eine Coca-Cola-Flasche, hier eine leere. Man kommt doch eine Milchflasche ziemlich nah, oder? Hier ist nur Bier. Auf der Toilette finden wir wahrscheinlich auch nichts. Hände hoch. Aha. Nur ein Scherz. Wollen Sie kaufen oder verkaufen? Nichts. Mir fällt halt sonst nichts ein, wie ich irgendwie Milch bekommen könnte. Klar, ein Eimer. Ey, ich habe hier noch eine Kaffeetasse. Haben wir irgendwo hier einen Brahminhof? Keine Ahnung, mir gehen die Ideen aus. Okay, lass uns mal ganz kurz gucken. Levisburg. Na, ich würde sagen, ich teste das jetzt nochmal. Wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich eure Hilfe für die nächste Folge. Ja, scheiße, dann kann ich schon wieder nicht aufnehmen, weil ich... Obwohl, wir können was anderes machen.
Wir können ja die Hauptquest so lange weitermachen. Wir haben ja jetzt noch eine Woche Zeit für den letzten Teil und dann können wir jederzeit nachschieben. Controller ist gerade am Kabel angeschlossen. Ich hasse Kabel. So, Bertha. Put, Bertha. Oh, Klingkorn. Komm mal hier, meine kleine. Ich check's nicht. Muss man. Keine Ahnung. Ich könnte mir das mit dem Eimer vorstellen. Ich meine, das ist ja kein Wasserhahn, weißt du? Du kannst doch nicht einfach eine Milchflasche drunter stellen und sagen, mach mal voll. Du musst ja richtig arbeiten, musst du ackern. Zapf, 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 zapf. Nee, funktioniert nicht. Hm. Na gut, schreibt mir in die Kommentare, ich bin ratlos. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass ich Metalleimer brauche. Ja, ich habe nochmal im Internet geguckt. Schreibt es mir in die Kommentare. Haut rein.